Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein deklattert, flop, aussortiert Video für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Immer wenn es so Richtung Sommer geht und ich Urlaub habe, dann fängt es bei mir an, dass ich Bock habe, so richtig auszusortieren. Das war meine Hüfte, sie hat Knack gemacht, vielen Dank dafür. Bin im knackigen Alter. Ich habe mich durch super viele Produkte durchgetestet. Ich habe mit euch sehr viele Full-Face-Schminkies gemacht und innerhalb dieser Videos schon entdecken können, auch wenn es eine First Impression war, dass das Produkt vielleicht nicht funktioniert hat. Und dann bin ich nochmal ganz intensiv durch meine Lidschattenpalettensammlung gegangen. Und ich habe hier einen Berg an Lidschattenpaletten neben mir stehen, die ich dann nochmal zusätzlich aussortiert habe. Das alles ist meine ganz persönliche Meinung. Ich möchte damit weder Marken noch Menschen bashen und es ist einfach so, dass die Produkte bei mir nicht so funktioniert haben, wie sie funktionieren sollten. Das kann an den verschiedensten Faktoren liegen, denn ich bin einfach auch nur ein Mensch und bei mir funktionieren Dinge oder sie funktionieren nicht. Und wenn sie nicht funktionieren, dann sage ich halt, nö, dann darf es halt gehen. Die Produkte wandern weiter. Kommt nichts in den Müll, was jetzt nicht irgendwie abgelaufen ist oder schlecht ist, also ne, richtig schlecht ist. Das geht an Familie, an Freunde, an Trash-Pakete, an Wanderpakete, an Bedürftige, wo ich was spende und so weiter und so fort. Also die Produkte, die ihr jetzt hier seht, werden wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo das Video online geht, das war ein Reim, gar nicht mehr bei mir zu Hause sein. Also das geht so dermaßen schnell, weil ich auch einfach zusehe, dass die Produkte auch an den Mann oder an die Frau halt gebracht werden und damit jemand glücklich gemacht wird. So, wir fangen jetzt erstmal an mit dem Part, wo ich die Produkte, die ich auch wirklich getestet habe und wo ich mir halt auch was dazu aufgeschrieben habe, dass wir da einmal durchgehen. Zuallererst habe ich, also Nagellacke sortiere ich auch immer mal wieder aus tatsächlich. Ich habe mir im Schnäppchenschloss tatsächlich was bestellt und das sind halt auch alles ältere Limited Editions gewesen und da kann es durchaus sein, dass da welche mit dabei sind, die einfach auch alt sind. Das ist einfach so. Ich weiß nicht, wie die Konsistenz vielleicht damals war, als er ganz normal bei Catrice im Limited Edition Regal gestanden hat. Das ist nämlich aus der Victorian Poetry Limited Edition der Royal Lavendera Nagellack. Das ist dieser hier, der per se ja ganz schön aussieht, aber auf meinen Nägeln halt nicht. Wunderschön, aber leider zu streifig und selbst in drei Schichten nicht deckend, habe ich mir dazu aufgeschrieben. Vielen Dank, liebe Vergangenheit, Claudi, dass du dir jedes Mal die Mühe machst, wenn du die Produkte austestest und mir ein kleines Feedback dazu dalässt. Genau, deswegen. Ciao, ciao. Dann habe ich hier, ich habe ja so ein Fullface mit koreanischer Beauty geschminkt, von Etude House Drawing Eyebrow diesen Augenbrauenstift verwendet. Und der ist einfach zu warm, aber ansonsten ist der wirklich toll. Also da war einfach nur die Farbe ausschlaggebend dafür, dass ich ihn aussortiere. Das ist so ein dreiecksförmiger, tropfenförmiger Stift. Und auf der anderen Seite dürfte der dann ein Spoolie haben. Ja, genau. Ja, also von daher, ne, eigentlich eine schöne Farbe. Das dürfte jetzt irgendwie Medium Brown, nee, Bright Brown, genau. Ist einfach zu warm. Ich brauche irgendwie Ash Brown oder sowas in der Art. Dann habe ich auch in dem gleichen Full Face die Etude House Curl Fix Mascara ausprobiert. Die war krass. Die war echt krass. Aber Leute, die war zu krass. Ich habe mir dazu ganz schön viel aufgeschrieben. Bekomme ich leider super schwer abgeschminkt. Wimpern leiden, auch sensible Augen und Augenpartie leiden. So schönes Ergebnis. Hält Schwung, verlängert extrem und macht Volumen, aber blöd, wenn sie nicht runtergeht. Das ist immer das Ding, ne? Ich liebe Mascaren. Ich habe durch das Wimpernserum echt schöne Wimpern bekommen. Und wenn ich dann aber eine Mascara verwende, die entweder zu krass wasserfest ist, da kommen wir gleich auch nochmal zu, oder einfach sich nicht abschminken lässt, dann reißt man sich ja dadurch aus Versehen vielleicht auch mal, selbst wenn man es sonst wie sanft oder auch wie auch immer macht, man reißt sich dadurch Wimpern aus, man schädigt die ganze Geschichte. Ich meine, dass ich die letztendlich mit Olivenöl runtergekriegt habe. Das war echt hardcore, Leute. Das Bürstchen ist so ein bananenförmiges oder so ein würmchenförmiges Kunsthaarbürstchen und ich habe damit echt krasse Wimpern hingekriegt. Also das war echt Hammer im Video, aber ich hatte es dann auch nochmal eingeblendet, so Achtung, Achtung, ne, die geht hammerschwer ab. Also für Leute, die eine Mascara suchen, die man nicht mehr abschminken kann, wäre dies ihre Wahl.
Dann habe ich noch einen weiteren Nagellack aussortiert, der einfach zu leberwurstig bei mir auf den Nägeln rüberkommt. Das ist von Essie in der Farbe Not Just a Pretty Face. Der sieht so eigentlich relativ schön peachy, sommerlich aus, aber auf meinen Nägeln sieht er aus wie Leberwurst und das sieht einfach gar nicht aus, weil ich bin ja auch so ein kühler Hauttyp und wenn ich dann so eine Farbe auf meinen Nägeln trage, kann das funktionieren oder es kann halt nicht funktionieren. Hier hat es nicht funktioniert. Ansonsten mag ich gerne die Essie-Lacke, die halten bei mir ganz gut und ich mag die auch ganz gerne. Genau, hier habe ich nur hingeschrieben, zu leberwurstig-nude. Genau, ich bin ja so ein Fan von bunt, bunt. Bunt ist toll. Ja, dann habe ich hier einen Eyeliner von 3ina oder Mina, wie auch immer man das ausspricht. The 24 Hours Pen Eyeliner. Leider nein, leider gar nicht. Ließ sich ungefähr gar nicht auftragen. Ist dann auch irgendwie gräulich auf den Augen geworden. War nicht deckend genug, war nicht einfach in der Anwendung, war halt so richtig stückelig, dass man den auftragen musste, hat mir gar nicht gefallen. So ein Filz-Eyeliner war für mich einfach zu wenig. Hier weiß ich echt nicht, ob ich den aussortiere im Sinne von, ich gebe den weiter oder ich schmeiße den weg. Ich glaube, den schmeiße ich wirklich weg, weil das hat ja keinen Zweck, Leute. Ne? Wenn der halt nicht malt, dann malt er nicht. Also ciao Kakao, dann kommen sie jetzt in den Müll. Da. Okay, dann habe ich hier die Trended Up Face Lights Palette, die ich eigentlich recht schön finde. Aber hier gibt es ein Aber. Ja, denn als Highlighter-Palette ist sie toll, aber wirklich nur als Highlighter-Palette. Du kannst sie nicht als, also ich, ne, ich persönlich, kann sie nicht als Blush- oder Bronzer-Palette verwenden, nur als Blush- oder Bronzer-Topper. Also ich habe im Prinzip nur den einen Ton, der mir gefällt. Die anderen drei sind halt einfach nicht schön genug in meinen Augen, also für mich, auf meinem Gesicht. Das hier ist halt wirklich eher, das sind halt alles, das sind schimmernde Töne, ne. Der Highlighter ist ein Traum, ist Butter, ist toll. Der aussieht wie ein Blush, ist leider zu zart tatsächlich und der Schimmer kommt halt voll raus und diese beiden kann ich halt nicht verwenden. Das kann ich halt als Lidschattenpalette verwenden, aber Leute, ich habe genug Lidschattenpaletten, da brauche ich keine Produkte zweckentfremden. Das macht auch keinen Sinn. Nächste Mascara, die ich aussortiert habe, ganz schön viele habe ich aussortiert, aber ich habe auch ganz schön viele, das ist die Volume 360 Grad von Yves Rocher. Ich hatte immer im Hinterkopf, dass ich die super geil fand. Also quasi damals, als ich noch ganz normal diese Hauswurfsendung Postgedönsen gekriegt habe von Yves Rocher. Habe die dann in meinem Fullface Yves Rocher verwendet und war echt enttäuscht. Die macht einfach ungefähr fast gar nichts. Das ist so ein Kunsthaarbürstchen. Also für mich war es einfach viel zu wenig. Nö, nö, einfach nö. Die habe ich auch nur aufgeschrieben, viel zu wenig. Jo. Ich sortiere hier schon mal vor. Auch in meinem Fullface Yves Rocher habe ich diesen Augenstift verwendet, der Jumbo Couleur Vegetal in so einem lila Ton oder ja, dunkler Beereton, Brombeere. Per se auch schöner Ton, aber um ihn als Eyeliner zu verwenden oder halt aufs Augenlid aufzutragen, es macht einfach keine Freude, weil der einfach zu hart ist. Und ich habe sensible Augen, wenn ich da halt mit so einem Viech dran gehe und dran rumrubbel. Das tut einfach nur weh und das sieht auch die nächsten Tage einfach nur noch rot, gerötet und böse aus und deswegen, nee. Nee, nee, lassen wir ihn lieber gehen. Jetzt kommen wir zu einem sehr witzigen Produkt von Diaderma, das Karottenöl. Ist eigentlich eine Gesichtspflege. Ja, aber, meine Damen und Herren, das Ding färbt ab wie sonst was. Als Gesichtsöl kann ich das per se einfach mal gar nicht verwenden, weil es mir einfach zu orange ist. Es hinterlässt halt wirklich auch einen orangen Schleier. Habe ich ausprobiert. Ein, zweimal sah furchtbar aus. Dann habe ich mir gedacht, okay, Claudi, du hast damals ja mal irgendwann dieses, ich teste alle Influencer-Produkte, bla, die irgendwie gehypt sind. Und da hatte ich ja Juno & Me getestet. Und seitdem verwende ich tatsächlich auch in meinem Unterstübchen ein Öl. Da verwende ich gerne Gesichtsöle, die so ein bisschen hautberuhigend sind. Da kam mir das Karottenöl in die Hände. Ja, darfst du halt keine weiße Unterwäsche tragen, ne? Das färbt halt echt ab und das geht gar nicht. Also ich brauche auch keine orangene Möse haben, das ist einfach nicht nice, nein. Deswegen, das wird weiter wandern. Irgendwer wird sich sicherlich darüber freuen. Keine Ahnung, ob das einfach bei mir so ist, dass es so hart abfärbt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr das schon mal verwendet habt. Das ist ja ein relativ gehyptes Produkt. Und falls es bei euch auch so war, ne, also ich weiß es nicht. Also bei mir war es halt echt bitter. Deswegen geht es dann leider, leider weiter. Ja, jetzt kommen wir schon zu der ersten Lidschattenpalette. Da habe ich mir nämlich auch was zu aufgeschrieben. BH Cosmetic Opale Scent heißt es, glaube ich. Ja, die ist einfach zu wenig. Das sind schöne, schöne Töne. Aber überwiegend sehr
zurückhaltend pastellig. Das, worauf ich da halt sehr abgefahren bin, sind diese lila und Rosé-Töne. Aber ich habe die 1991-Palette von Lisha Marie in Kooperation mit BH Cosmetics und die hat halt echt krass geile Duochromes und ersetzt die halt volle Elle. Ne? Also dieses Magic zum Beispiel ist ähnlich bei ihr mit drin. Opaline weiß ich gar nicht. Es ist ein sehr, sehr schöner Peachy-Ton mit Schimmer drin. Also schöne Töne, damit habe ich auch schöne Alltagslooks geschminkt, ne? Aber das war halt, ja, öde. Also da habe ich halt wirklich andere Paletten, die halt mehr Kapuff haben. Und deswegen ist die einfach jetzt aussortiert und geht dann zu jemandem, der sich da ein bisschen mehr dran erfreuen kann als ich. Da habe ich ja auch geschrieben zu Basic. Lila habe ich besser in anderen Paletten, zum Beispiel 1991, genau. Kommen wir wieder mal zu einem Nagellack. Da habe ich hier auch von Essence Brit Tea war die Limited Edition in der Farbe Have a Beautiful Day. Das ist dieses Mintgrün. Ja, der ist einfach zu streifig bei mir, ne? Also da brauche ich immer schon eine ganze Weile, bis der dann halt decken wird und das nervt mich dann. Da habe ich aufgeschrieben, erst nach 3 Schichten deckend, sonst streifig und das ist nervig, ne? Also ich verwende schon 2 Schichten und das mehr mache ich nicht. Punkt. Ne? Und dann muss das einfach gehen. Ich habe halt runde Nägel. Bei mir funktionieren Nagellacke halt meistens nicht so wie bei anderen. Also ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Und ja, so sieht man es, glaube ich, eigentlich ganz gut. Das heißt, es rutscht halt wirklich super schnell bei mir weg. Und da brauche ich halt extrem krassen Nagellack oder sehr, sehr guten Nagellack, sehr gut haltenden Nagellack, sodass es ordentlich aussieht. Dann komme ich hier zu einem von Miss Lynn. Den habe ich schon eine Weile und ich finde den eigentlich auch schön, ne? Aber, das ist dieser Velvet Diamond Royal Blue. Aber, der triggert mich. Denn der hat eine Oberfläche, Leute, die wird rau. Weil diese Schimmerpigmente, die kommen irgendwie an die Oberfläche. Und dann ist es nicht so wie bei dem hier zum Beispiel, dass du dann so diesen Glanz drin hast. Das dürfte einer... Oh Gott, wovon ist der? Wovon bist du? Ist das von Essie? Ist das einer? Genau. Genau. Der wird halt nicht so schimmernd, sondern der ist dann halt wirklich hubbelig. Und dann knibbel ich dran rum. Und dann habe ich ruckzuck meinen Nagellack abgeknibbelt. Das macht keinen Sinn. Deswegen geht der weg. Oberfläche wird so rau. Das mag ich gar nicht. Trigger total. Ausrufezeichen habe ich geschrieben. Jo. Ganz schön viele Nagellacke, muss ich gestehen, habe ich aussortiert. Von Real Her habe ich eine Ultimate Glow Getter Cheek Trio Palette aussortiert. Die hatten wir auch schon mal vor einer Weile in der Glossy Box, glaube ich, drin. Die habe ich so im Alltag verwendet, um sie einfach intensiv auszutesten, was man auch tatsächlich der Palette so ein Stück weit ansehen kann. Der Bronzerton wird super fleckig, also das ist ganz, ganz gruselig auf meinem Gesicht. Den Blush und den Highlighter mochte ich eigentlich ganz gerne, aber ja, der Blush ist ein bisschen wenig, ne? Der ist ja so schon sehr, sehr hell, aber dieser Bronzer, der hat mich getriggert. Alto Belly hat er mich getriggert, mochte ich gar nicht. Ja, und deswegen geht die Palette. Zack. Dann habe ich hier ein Produkt von Essence, nein, von Catrice aussortiert, und zwar der Fill and Fix Waxy Brow Pen. Der ist mir einfach zu krümelig. In der Farbe Medium Brown, der ist zu viel. Einfach zu viel. Ich habe ja relativ zarte Augenbrauen, die zwar durch das Augenbrauen-Serum ordentlich gewachsen sind. Also da ist viel mehr los, als es damals der Fall war. Aber nee, ich verwende auch gerne mal so ein Augenbrauengel oder diese Pomaden oder sowas, ne? Ab und an kann das mal sein, aber sowas ist einfach von der Anwendung her zu dick für mich. Das ist viel zu viel Produkt, auch wenn ich das ganz vorsichtig auftrage. Das Problem ist nämlich hier, dass du hier so einen dicken Oschi schon am Anfang, also am Anfang, also schon direkt hier so als Auftragevieh hast. Und theoretisch müsste ich dann hier dran gehen mit einem extra Augenbrauenpinsel, Bürstchen wie auch immer, also Pinsel, dann das Produkt von dem Produkt hier aufnehmen und dann in die Augenbrauen geben. Das würde funktionieren, aber das nervt mich. Da habe ich doch lieber diese Ultra Slim irgendwas Viecher, zum Beispiel hier von She Glam oder so, oder von Catrice gibt es ja auch super schöne. Da brauche ich sowas nicht. Nö! Das ist ein Produkt von Zara, da habe ich euch auch ein Fullface geschminkt. Zara ist ja eigentlich eine Fashion-Marke, die haben jetzt ja auch Beauty rausgebracht. Da habe ich auch 2 Produkte tatsächlich aus dem Fullface aussortiert. Zum einen ist das hier dieses lose Pigment, wo ich mich ja so derbe erschrocken habe, weil das ist halt nicht flüssig, ne? Und dann ist es mit so einem Schwämmchen-Applikator. Ich mache es jetzt auch nicht auf, weil dann sieht mein ganzer Tisch aus wieder wie Sau. Es ist intensiv, wenn du das aufs Auge drauf gibst und da sieht es auch echt schön aus und es gefällt mir. Aber die Applikation nervt mich. Ich mag einfach keine Pigmente. Mag ich einfach nicht. Deswegen darf das gehen. Ich
kenne die ein oder andere, die wirklich auch gerne solche Pigmente verwendet und mit Pigmenten arbeitet, sich damit schminkt. Ich glaube, da wäre das definitiv besser aufgehoben. Ich glaube, dass so ein Produkt auch mehr was ist für eine richtige Make-up-Artistin und weniger was für mich jetzt, die das auch so privat verwenden möchte oder halt auch ne, so jemandem empfehlen will. Nee. Muss echt nicht sein. So, dann habe ich ebenfalls aus diesem Full Face Zara aussortiert. Man mag es kaum glauben, aber tatsächlich die Lidschattenpalette, weil die einfach viel zu schmutzig ist, viel zu rauchig. Das gefällt mir einfach nicht von... Also, ne, die Palette, ich fasse sie gerne an. Ich streichle sie auch gerne. Ich finde das Design auch irgendwie cool, auch wenn die einfach nicht stehen bleibt. Aber man kann sie ja so hinstellen, dann hast du hier einen geraden Boden. Dann kannst du die halt nicht bis zum Ende des Bücherregals hinschieben. Egal, ich bin ein Munk. Ist so. Ich habe die grüne Variante und das war schon ein Kampf, sie anzuwenden. Und so sieht sie auch aus. Also nach einer Anwendung sieht die so zerstört aus, ne? Finde ich krass. Die hat einen matten Ton und 5 Schimmertöne. Und dieser matte Ton, der da drin ist, macht die ganze Palette meiner Meinung nach echt kaputt, weil der echt schäbig ist. Wirklich nicht gut. Ja, ansonsten schöne Töne, aber ich habe zum Beispiel in der Cutting Edge Palette richtig schöne grüne Töne drin, die ich ja von Dose of Colors von Purish zugeschickt bekommen habe. Und ich habe auch viele andere schöne Paletten von BH Cosmetics, die tolle Grüntöne haben, die deutlich besser performen als das. Deswegen ist das jetzt schon die zweite Lidschattenpalette, die ihr seht, die aussortiert wird. Jetzt habe ich hier noch eine Mascara, die Wunder Extensions Lash Extension Stain Mascara. Die ist mir auch zu krass. Also ich mag ja gerne krass. Ich mag auch gerne Vera Wum Lashes. Und ich mag es auch gerne, wenn eine Mascara lange und ordentlich hält. Aber ich mag es nicht, wenn ich sie einfach nicht abgeschminkt bekomme. Deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, dass ich jetzt wahrscheinlich auf kurz oder lang meine ganzen Waterproof-Mascaren aussortieren werde. Da werde ich mich noch ein bisschen durchtesten und sie ausprobieren, ob sie halt auch wirklich so furchtbar abzuschminken sind. Weil ich möchte meine Wimpern halt einfach schonen. Das ist mir pups egal, wenn die mal so ein bisschen hier oben abstempelt, dann kann ich zwischendurch über den Tag mal so machen und dann ist der Krümeleigedünsen weg, ist mir egal. Aber wenn ich mir beim Abschminken Wimpern ausreiße, dann kriege ich einen Fimmel. Wirklich. So nämlich. Ja, und das ist halt echt so eine, ich weiß nicht, ist es nicht sogar diese 36-Stunden-Mascara-Gedünsen gewesen oder so? Keine Ahnung, aber das ist einfach zu viel. Das ist mir zu viel, zu fest, zu haltbar. Mag ich einfach nicht. Ich weiß, dass viele, viele das total feiern und dass sie das gut finden und dass sie das auch gerne so haben. Deswegen, ne, tobt euch aus. Ich spreche da niemandem irgendwo rein. Noch eine Mascara habe ich aussortiert und zwar von Botanic Beauty. Die war einfach zu wenig. Die Nourishing Mascara, die hatten wir in der Box mit drin. Habe ich ausgetestet in meinem Full Face Beauty Boxen und habe ich für mich nicht Vava Voom tauglich empfunden. Bin ich jetzt eigentlich schon auf der zweiten Seite? Ja, nein, oder? Wo bin ich? Genau. Zu schwach habe ich mir einfach drauf geschrieben. Ja. Ist so eine Tube, aber die war einfach zu wenig. Also ich kann euch auch das Bürstchen zeigen, ne? Genau. Das ist auch, das sieht auch nicht so verheißungsvoll aus. Es sieht aus wie so ein Korkenzieher und gar nicht so fein definiert oder so. Relativ weit auseinander sind diese Borsten. Pinsel. Borsten? Borsten. Fokus? Nein, danke. Er hat keinen Bock auf Fokussieren. Dann eben nicht. Ja. Die durfte gehen. Was ich hier übrigens noch auf meinem Zettel stehen habe, die hier gar nicht mehr drin ist, die Judith Williams Mascara habe ich auch aussortiert. Don't Leave Me Baby hieß die. Die habe ich meiner Freundin geschenkt. Also die war mir persönlich einfach zu wenig. Und sie brauchte gerade eine Mascara, eine schöne, und dann habe ich ihr die gegeben. Also so eine alltagstaugliche Mascara. Und was ich an Mascaren mag, mögen nicht alle. Also zum Beispiel ist mein Favorite ja die Nabla, die Visions Mascara. Die macht halt echt krasse Wimpern, ne? Mag nicht jeder, dass das so intensiv ist. Ich lieb's halt. Genau, und dann halt bei der Judith Williams Mascara war einfach zu wenig. Etwas, was ich auch noch aussortiert habe, was nicht hier ist, ist die Too Faced Foundation, die Born This Way. Die hatte ich in der Farbe Vanilla. Die war mir einfach ein Tick zu dunkel. Und ich habe eine Freundin, die halt perfekt gepasst hat. Und sie suchte gerade nach einer Foundation, die halt so ein bisschen dunkler ist, ein bisschen besser zu ihrem Sommerteint passt. Und dann habe ich ihr die gegeben in der Farbe Vanilla. Außerdem habe ich auch die M. Asam Foundation aussortiert. Also da hatte ich ja so eine kleine Probe. Die war mir auch zu dunkel. Und die hat auch eine Freundin von mir bekommen. Die suchte halt wirklich nach einem Mousse-Make-up. Und ja, dann habe ich ihr die gegeben. So. Jetzt habe ich schon den nächsten Nagellack hier. Be Your Incredible Self with Nails Ink London. Royal Crescent Gardens ist hier die Farbe. Und auch das ist ein Nagellack, der einfach nicht
gut, trocknet bei mir. Der wird streifig, der sieht nicht gut aus. Der fließt in meine Rillen, in meine Ecken, in meine Kanten, aber halt nicht. Also ich habe meistens dann halt wirklich oben auf dem Nagel drauf, dass es halt dann frei ist, dass da dann halt keine Farbe drauf ist. Und deswegen, also trotz Unterlag und Rampampam, was ich da nicht immer alle mache, Leute, also ich bin da immer sehr, sehr intensiv unterwegs, aber da hat er halt einfach nicht funktioniert. In anderen Farben hat es gehalten, ne? Also da habe ich, glaube ich, einen roten oder orange-rot, ist das so ungefähr. Der sieht gut aus, aber da ist halt immer so dieser Unterschied. Unterschiedliche Farben ist ja auch immer eine unterschiedliche Pigmentierung. Dann hast du einen unterschiedlichen Weißanteil und so weiter. Und je nachdem, wie dann die Konsistenz ist, hält es oder hält es eben nicht, ne? Ich bin mittlerweile sehr erfahren in dem ganzen Kram. Dann habe ich von Lottie London den AM to PM Kajal aussortiert. Retractable Eyeliner. Der hat mir ja meinen ganzen Tisch hier zeitweise versaut. Wahnsinn. Das ist einer zum Rausdrehen und der bricht mir einfach ständig ab. Der ist mir einfach zu hart. Der ist nicht in Ordnung. Ich mache den einfach nicht. Liegt aber auch daran, dass ich den als Eyeliner verwenden will und nicht als Kajal. Würde ich ihn als Kajal verwenden, würde ich ihn toll finden, weil damit kannst du halt auch auf der Wasserlinie schön malen. Bin ich aber kein Fan von. Ich bin eher so ein Fan von Eyeliner, ne? Also quasi außerhalb des Auges malen. Und da ich halt sowas nicht wirklich verwende, muss der gehen. So, jetzt kommen wir zu einer weiteren Lidschattenpalette und zwar von Sante Naturkosmetik. Das habe ich mit euch zusammen getestet, fand ich soweit in Ordnung, aber sie hat mir einfach zu wenig Kabum. Das ist die Rosy Shades Palette und die ist mir einfach zu schwach, zu wenig, zu sanft einfach. Also nie. Deswegen nie. An und für sich, ne? Wie gesagt, kann das für jemand anderen total super sein. Dann habe ich hier von Sante die Foundation ausprobiert. Die Soft Care Foundation. Und die habe ich dann mir in der Farbe 02 geholt. Ich hatte ja mal eine Probe in der 03, glaube ich. Die Farbe hat soweit gepasst, aber die schiebt sich einfach von dannen. Also die war einfach irgendwann beim Einarbeiten schon nicht mehr an Ort und Stelle. Und dann habe ich mich abgeschminkt und neu geschminkt und das ist niemals ein gutes Zeichen. Also ich fand sie nicht gut. Gar nicht. Nein. Leider. Hat mich ein bisschen geärgert, muss ich gestehen, weil ich hatte sie mir extra gekauft, eben weil ich dachte, komm, ne, das Pröbchen hat so in Ordnung funktioniert, dann probierst du auch mal die Foundation in der Full Size. Die war ja auch nicht unbedingt super günstig, aber nein. So, dann habe ich einen Bronzer aussortiert und zwar von Ecos. Den hatte ich, glaube ich, mal in einem Adventskalender. Ägyptische Erde naturell. Ich meine, der Name sagt schon, warum ich ihn aussortieren werde. Der ist mir einfach viel zu warm. Ich bin eher so ein kühler Hautton. So dunkle oder rötlichere Bronzer sind einfach nichts für mich. Ich kriege ihn gerade nicht auf. Hallo? Danke. Ja, der ist einfach zu rot, ne? Man sieht, es ist einfach orange. Und auf dem Gesicht, ich sehe aus, das sieht gar nicht aus. Das lassen wir, deswegen ist er jetzt raus. Schon wieder ein Reim. Meine Herren, die Frau eskaliert hier heute. Das habe ich heute Morgen aussortiert. Ich weiß nicht, wie viel da noch drin ist. Von Charlotte Tilbury, Supermodel Body Shape Hydrate and Glow. Ich habe das drauf gemacht und dann ja, kam mein Freund auch ins Badezimmer, um sich die Zähne zu putzen und guckte meine Beine an und sagte schon so, sieht aber komisch aus. Ja. Es ist einfach super fleckig geworden. Meine Herren, also ich finde das nicht schön. Definitiv nicht. Also da habe ich andere, zum Beispiel hier das Rio Sunset, ne, das hatte ich auch letztens in der Box mit dabei, von Sol de Janeiro. Das finde ich viel, viel besser. Das ist halt, dieses hier hat ja einfach, das hat einfach eine Pigmentierung mit dabei. So, und weil das eine Pigmentierung mit dabei hat und ich halt echt weiße Beine habe, sieht das aus wie blöd. Deswegen, nö, muss nicht, ist nicht gut für mich. So, dann kommen wir zu dem letzten, wo ich mir was zu aufgeschrieben habe. Und zwar ist es von Eveline Cosmetics, die Extension Volume Professional Makeup Mascara False Definition 4D und Waterproof. Warum ist die jetzt aussortiert? Ganz einfach, ich habe sie in Waterproof und in Nicht-Waterproof. Ich trage sie heute in Nicht-Waterproof, sie gefällt mir in Nicht-Waterproof. Sie hat heute nicht einmal abgestempelt. Wozu brauche ich dann die Waterproof-Variante? Ne? Deswegen, also es ist eine schöne Mascara, die macht halt tolle getrennte lange Wimpern, also Definition. Was sie nicht macht, ist Fülle. Also sie macht halt keine Wawawum Kabam Lashes, sondern sie macht halt so alltagstaugliche Wimpern. Was ich schön finde tatsächlich ab und an auch mal. Aber brauche ich dann nicht doppelt in Wasserfest auch noch, ne? Da kann sich dann jemand anders eher drüber freuen. Ja, so viel zu den Sachen, wo ich mir Gedanken gemacht habe, beziehungsweise wo ich mir was richtig zu aufgeschrieben habe. Jetzt kommen wir zu dem eskalativen Part hier. Mit frisch gewechseltem Akku sind wir dann auch
ein bisschen intensiver dabei. Okay, ich fange jetzt mal mit dem einfachsten an. Von Bella Pierre Cosmetics habe ich die Contour and Highlight Cream Palette aussortiert, weil es einfach eine Cream Palette ist und ich sowas nicht verwende. Die hatte ich mal in einem Parfüm Dreams Adventskalender drin. Hab mir gedacht, oh geil, kannst du ja mal ausprobieren. Hab sie dann auch versucht anzuwenden in meinem Full Face, ungewöhnliche Konsistenzen oder kuriose Kosmetikprodukte oder sowas habe ich das genannt. Also Highlight auf gar keinen Fall, das ist halt nicht schimmernd oder so, ne? Das ist einfach nur ein Cremeprodukt, aber die ganze Palette an sich ist für mich persönlich auch einfach zu warm. Wir haben hier einen Ton, den ich halt einfach bei weitem nicht verwenden kann, das ist mir deutlich zu warm. Den Ton kann ich so einigermaßen gemischt mit dem verwenden und wenn es hochkommt auch noch den mit reinmischen und der ist mir einfach zu gelb. Also, ne? Merkst du selber, jetzt sieht man auch, warum ich die aussortiert habe. Und da bin ich irgendwie mit dem Fingernagel reingekommen. Das ist ja großartig, Claudia. So, und jetzt habe ich nur noch Lidschattenpaletten hier. Von Belle Hypoallergenic habe ich diese Palette. Es ist halt auch wieder so eine ähnliche wie die von Zara tatsächlich. Ursprung des Ganzen war, ich habe super viel neue Lidschattenpaletten mir gekauft und hatte keinen Platz mehr in meinem Regal. Und weil ich halt ein Monk bin, habe ich gesagt, nein, das ist der Platz, der mir jetzt zur Verfügung steht. Und wenn das Ding voll ist, dann ist das Ding voll. Und dann muss ich aussortieren. Ist genau das gleiche wie in meinem Kleiderschrank. Da mache ich das auch. Da habe ich das so durch Kleiderbügelanzahlen. Wenn ich keine Kleiderbügel mehr zur Verfügung stehen habe, muss ich aussortieren. Ist immer eine ganz gute Geschichte. Und das macht mir auch sehr viel. Es macht mich stolz, dass ich dieses System für mich entwickelt habe, um Konsum in einer gewissen Art und Weise zu limitieren. Und ich kann damit Leute glücklich machen, weil ich die Produkte weitergebe. Belle Hypoallergenic habe ich diese Palette aussortiert. Das ist die Nude Eyeshadow Palette Nummer 04. Und das ist halt eine mit neutralen Tönen und einem grünen Ton mit dabei. Per se kann man damit schöne Alltagslooks schminken, überhaupt keine Frage. Ich mag die Fändchenanordnung einfach nicht, bin ich ehrlich. Als sie mir eben in die Hände, gestern habe ich das gemacht, als sie mir gestern in die Hände gefallen ist, habe ich gesagt, nö. Ja, das fällt mir ein bisschen schwer, weil es fällt mir alles schwer. Nee, das ist eine relativ hochpreisige Palette gewesen. Nee ist eine Kosmetikmarke, die man im Dalton Online-Shop erstehen kann. Die haben wunderschöne Produkte, unter anderem echt klasse Foundations. Die sind echt teuer. Ja, und da habe ich hier so ein Trio, sag ich mal, was eigentlich super geeignet ist, eben zum Reisen oder eben für schnelle Looks im Alltag. Ist auch ein Minispiegel dabei. Auch hier. Es ist mir einfach zu... Ich fühle mich, als würde ich in eine Puppenstube gehen, wenn ich das verwende. Ich kann damit einen schönen Look zaubern. Das geht super einfach, ne? Dass man einfach den Taubton in die Lidfalte gibt, dann mit dem dunklen Ton hier die Lidfalte vertieft und dann mit diesem Schimmerton auf dem beweglichen Lid ein bisschen Highlight setzt, bums fertig aus. Nee, aber das es nervt mich. Also irgendwie, nee. Nee, dann habe ich von Physicians Formula etwas aussortiert, einfach weil ich da nicht zugreife. Ich habe sie schon mal aussortiert, dann war sie wieder drin. Dann habe ich gesagt, meine Güte, die ist so, habe ich auch verwendet, ne? Die ist so cremig und das macht eigentlich echt Freude, damit zu arbeiten. Aber du brauchst sie halt immer noch irgendwie einen Setting-Ton dabei. Du brauchst noch einen matten Ton mit dabei. Das ist einfach, ja, und es ist halt zu glitzernd irgendwie. Also es sind nicht nur Schimmertöne, es sind wirklich krass buttrige Glitzertöne. Und ich habe eine andere von Physicians Formula, die ich super gerne mag. Das ist diese Rosenpalette. Ja, und deswegen hat gar keinen Sinn, aber deswegen geht die. Dann habe ich hier etwas von Smashbox aussortiert. Ich glaube, das hatte ich in einem Adventskalender oder ich habe es mir sogar entrashed, das weiß ich gar nicht. Das ist die Covershot Prism Eye Palette. Ich habe noch eine andere von den Covershot Paletten. Die sind extrem teuer für das, was man bekommt. Das finde ich immer so krass, weil es sieht halt auch wieder so mäh aus. Irgendwie so, ne? Weiß nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich habe noch eine etwas nudigere Palette davon, die ist behalten worden. Die habe ich behalten. Hier flockt mir einfach dieser Ton immer wieder viel zu sehr und krümmelt mir im Gesicht rum. Das geht mir auf die Nerven. Ansonsten finde ich sie einfach sehr, sehr basic-mäßig. Und auch hier habe ich wieder nur einen matten Ton. Und mit diesem einen matten Ton kann ich nicht viel anfangen. Tatsächlich. Ich sage es zwar immer wieder, dass ich mich darüber freue, wenn wir sehr, sehr viel Schimmertöne in Paletten drin haben. Aber wenn du nur Schimmertöne drin hast, dann erschwert es einem das Leben schon. Ja, das hier ist jetzt eine ganz, ganz schwere Kiste, weil es auch sehr, sehr teuer ist, ne? Estee Lauder. Estee Lauder ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, mega krasse Lidschattenpaletten herzustellen. Ich habe auch noch eine zweite davon, die habe ich behalten. Die hatte ich in meiner Estee Lauder
Bag drin, in dieser Tasche. Und die sehen nicht so hochwertig aus, wie sie sein sollen. Ich glaube, die sollen 60 Euro wert sein pro Stück. Finde ich krass. Das ist die Pure Color Envy Eyeshadow Palette Glam. Genau, und die Glam sortiere ich aus. Das ist eine kühle Palette. Ich habe witzigerweise die warme behalten. Ich bin eigentlich nicht so der warme Typ. Aber gut, habe ich einfach behalten. Ja, die haut einfach nicht so rein, wie sie sollte, ne? Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe das auch nur ganz wenig verwendet und da kann sich lieber jemand anderes mehr dran erfreuen. Ebenfalls aussortiert, das war oft die Sache, dass ich dann von einer Geschichte, also hier zum Beispiel auch von den Estee Lauder oder von den Smashbox-Geschichten, hatte ich dann immer zwei verschiedene in verschiedenen Farben zum Beispiel. Und genauso war das hier auch bei der Love-Geschichte. Da habe ich die Self-Care-Eyeshadow-Palette aussortiert, obwohl ich die eigentlich schön finde. Aber ich habe auch die Self-Love. Die Self-Love habe ich behalten, die finde ich echt schön. Und die Self-Care habe ich jetzt aussortiert. Hammermäßig, wundervoll, cremige Schimmertöne. Es ist der Wahnsinn, wie toll die auf dem Auge performen. Richtig, richtig toll. Aber ich glaube, jemand anders wird dem einfach mehr Liebe schenken können. Hier habe ich einen matten Ton, das ist der Setting-Ton. Und ansonsten haben wir halt ausschließlich Schimmertöne. Das heißt, man sollte hier schon Bronzer noch mit zusätzlich verwenden. Aber das sind schon schöne Töne. Sehr cremig. Die habe ich jetzt aussortiert, weil ich sie einfach gar nicht gut finde von Essence Out in the Wild. Die hatte ich mir damals geholt, als das neue Sortiment rauskam. Finde ich ganz gruselig. Ich mag die Fännchenanordnung, die Fännchenform und die Pigmentierung einfach nicht, wenn ich das einfach mal so zusammenfassend sagen darf. Ich finde die einfach gruselig. Ich weiß nicht, was Essence sich dabei gedacht hat. Die haben so schöne Paletten rausgebracht und dann machen die ein Sortiments-Update und hauen sowas raus. Nicht so geil. Von MUA, Makeup Academy, habe ich diese Palette, die ich jetzt aussortiere. Ich hatte sie eigentlich behalten wegen diesem limettengrünen Ton, aber den habe ich jetzt mittlerweile schon in anderen Paletten drin. Ansonsten, alle Töne, die ich hier drin sehe, die finde ich auch in anderen Geschichten wieder. Und ja, ne, eine wunderschöne, sehr, sehr bunte, tolle Eskalationspalette. Aber ich habe sehr viele, sehr bunte Paletten mittlerweile. Und ich mag das Packaging nicht. Ich mag dieses Billige einfach mittlerweile nicht mehr so gerne. Das ist einfach, mag ich nicht. Bin ich pisselig geworden, ich glaube schon. Und ja, deswegen muss die gehen und darf jemand anders glücklich machen. Die hier wird auch aussortiert von Revolution Pretty Rare. Ich greife da einfach null zu, weil die Highlighter sind mir viel zu dunkel oder viel zu wenig, wie der hier. Und die Töne finde ich einfach unspektakulär. Und deswegen, ja, darf die gehen. Die gab es mal gratis mit dabei, wenn man bei Kosmetik for Less Sachen bestellt hat. Und hey, Mensch, die will gerade nicht aufgehen. Egal, krieg sie gerade nicht auf. Ist gerade ein bisschen fest zu. Deswegen darf die jetzt einfach mal gehen. Ich bleibe jetzt erstmal bei Revolution. Da habe ich diese hier, die war im Adventskalender drin. Das ist die Reloaded Midnight Palette. Ich mag einfach dieses Design von Revolution nicht mehr. Und ich habe, ich glaube, mittlerweile alle von diesen Formaten dann jetzt auch aussortiert. Das war, glaube ich, die letzte, die noch da war. Ja, ich weiß nicht, finde die nicht so ansprechend. Ich finde diese Sternchen ganz schön. Ich fand das auch so, ne, von dieser Idee und so ganz schön. Aber ich weiß nicht. Ich finde auch dieses Schwarz mit diesem Blauglitzer total hübsch. Und das hier spricht mich eigentlich auch total an, wie so ein blauer Himmel, Gedünsen, keine Ahnung. Aber nee, ich werde da nicht zugreifen. Ich weiß es einfach. Ne? Auch wenn Revolution echt tolle Paletten macht, aber ich habe ja noch andere von Revolution. Also das ist jetzt ja, ne, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Deswegen. Dann habe ich hier von Revolution die Forever Flawless in Allure, die ich jetzt auch aussortieren werde. Das ist dieses in diesem Metalldesign. Die ist eigentlich auch ganz schön, aber ich finde, ich greife da nicht zu. Ich finde, das ist so ein Einheitsbrei, wenn man sich die so anguckt. Ne? Ist alles sehr, sehr einheitlich. Ist eine super Alltagspalette, aber wie viele Alltagspaletten möchte ich haben? Ne? Ich habe sehr viele Alltagspaletten. Dann habe ich hier die Roxy Roxosaurus Palette. Da habe ich die andere Variante auch von, die ich aber deutlich schöner finde als die hier. Hat die noch irgendwie einen Namen? Nö, ist einfach nur die Roxosaurus Ride or Die Palette, genau. Die andere finde ich viel schöner. Und die habe ich auch, glaube ich, nur zweimal verwendet oder so. Ich greife da nicht zu. Ich weiß nicht warum.
Die, weiß ich nicht, bei Unicorn habe ich auch ein Hardpan, läuft ja bei mir. Keine Ahnung, was ich gegen diese Palette habe, aber, ne? Ciao. Die Soph X Palette Extra Spice wird jetzt auch gehen. Die hatte ich mir schon vor Ewigkeiten gekauft, aber ich finde sie halt auch einfach nicht so charmant irgendwie mehr. Da habe ich andere Paletten, die deutlich spektakulärer sind. Hier habe ich auch bei La Sun scheinbar ein Hardpan drin. Okay. Und bei Infinity habe ich auch ein Hardpan. Okay, aber ich habe sie schon das ein oder andere Mal verwendet, aber es war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, die beste Palette des Universums. Ich fand die damals ganz cool, weil ich nicht so viele Rottöne, nicht so viele warme Töne hatte und deswegen habe ich sie immer wieder behalten. Aber mittlerweile habe ich so viele schöne Töne, Paletten, ja, dass die einfach gehen muss. Die beiden sind auch sehr neu und zwar sind das die aus dem neuen Catrice Sortiment. Die finde ich einfach schäbig. Leute, die finde ich echt nicht gut. Da habe ich einmal die Lavender Breeze Palette, das sind diese Pro Slim Eyeshadow Paletten. Catrice hat echt geile Paletten rausgebracht, aber das war echt ein Reinfall, muss ich gestehen. Da kannst du nicht so, nee, also, nee, die wurden damals so gehypt, ne, da wurde so positiv drüber gesprochen und dann habe ich mir gedacht, ja geil, ne, dann holst du dir jetzt mal die neuen Pro Slim Viecher. Auf gar keinen Fall. Also keine Empfehlung, lässt sich nicht gut verblenden, ist nicht, kommt nicht gut auf dem Auge raus und hat mir gar nicht gefallen. Das seht ihr auch in meiner First Impression. Und bei der Peach Palette geht es mir genauso. Die hätte mich jetzt tatsächlich noch ein Stück weit mehr angesprochen, aber nein, die performt nicht. Dann habe ich jetzt noch ein bisschen was aussortiert von Morphe. Sollen einfach andere vielleicht glücklich mit werden. Das hier ist jetzt die 9J Just a Crush Palette. Die sind ja immer so matt schwarz, ne? Und haben dann diese 9er Viecher drin. Ich glaube, die ist nur geswatcht. Läuft richtig schön, ne? Also coole Töne, aber da habe ich jetzt auch zum Beispiel von Dominique Cosmetics die, weiß ich nicht, wie heißt die, Sailed Palette oder so? Nein, so eine ganz neue Palette. Finde ich viel schöner und die hat halt sehr, sehr ähnliche, eine sehr ähnliche Farbgebung. Deswegen geht mir das überhaupt nicht leid ab. Genauso geht es mir hier bei der 9A Always Golden Palette. Die hatten wir, glaube ich, mal irgendwo in der Box mit drin, wenn ich mich nicht täusche. Ja, schöne Warm Tone Palette. Passt jetzt aktuell auch voll gut, weil das sind ja die Trendfarben überhaupt, ne? So dieses Gold, Nudige. Also ein Träumchen in Tüten, aber auch dieses Schwarz, was auch so, dieses Storm, das hat auch noch so Glitzer mit drin und so, es ist sehr speziell. Aber da habe ich genug andere von. Also tut mir überhaupt nicht weh, die auszusortieren. Und dann habe ich hier noch die Morphe X Mini MUA Glam Palette. Da ist das Packaging so unfassbar hässlich, oder? Also wirklich nicht schön. Die habe ich auch nur geswatcht, nee. Die habe ich, nö, das ein oder andere Mal habe ich die schon verwendet, aber nicht so intensiv. Halt auch eine super langweilige Palette. Was soll ich da groß zu sagen? Braucht kein Mensch. Habe ich mir geholt, weil ich da irgendwie Bock drauf hatte. Ich hatte auch mal Bock auf ein Fullface Morphe. Habe ich mich gegen entschieden, weil Skandale, Skandale. Da hört man mittlerweile ja auch fast gar nichts mehr von. Und, also von der Marke an sich, ne? Und ja, deswegen. Nein. Die hier habe ich mir bei gekauft und nie verwendet und jetzt wird sie demnächst mal in eine Verlosung wandern. Das ist die Rival Loves Me Into the Jungle Palette. Ich habe die Out of Space Palette, die ich richtig, richtig feier und total cool finde. Dann habe ich mir die hier geholt, weil ich dachte, Mensch, Claudinchen, du hast gar nicht so viele Grüntöne. Mittlerweile habe ich so viele Paletten mit Grüntönen, weil das so in war im letzten halben Jahr, da Paletten mit rauszubringen, glaube ich. Ja, dass ich mir gedacht habe, komm, die ist noch original verpackt. Und wenn die original verpackt seit einem Jahr oder länger bei mir im Schrank steht, dann macht das keinen Sinn, dass es weiter in meinem Schrank rumsteht. Deswegen wird die demnächst mal in eine Verlosung wandern. Da mache ich ja auch immer wieder individuell zusammengestellte Beauty-Pakete oder sonst irgendwas, ne? Und dann wird die da mal zu finden sein. Genau. So, ich würde sagen, es hat auch jetzt echt gereicht, oder? Es war ganz schön eskalativ. Ich bin halt intensiv durch meine Sammlung gegangen und ja. Hoffe, dass ich jetzt die ein oder andere oder den ein oder anderen mit den Produkten glücklich mache, die ich aussortiert habe. Manche habe ich ja auch schon weitergegeben. Und ihr Lieben, das war's. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten muss ich aufpassen, dass ich meinen Tisch nicht umhaue und mein Getränk nicht zerstöre. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen
Sammlungsvideos, nee, auf gebraucht und platt gemacht Videos. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!